Leute. Ich habe es vielleicht einen Tickel übertrieben. Stellenweise ist es hier auf den Schienen. Das sollte eigentlich nicht. Aber zumindest sieht das hier jetzt ein bisschen bewuchert aus. Es ist vielleicht nicht gerade schön, aber wie ich ja schon mal sagte, ist es realistisch, zumindest hier bei mir in der Gegend, sehen wirklich die Schienen so voll gewuchert an den Seiten aus. Dessen habe ich hier so ein bisschen Grünzeug mit hingemacht. Musste hier leider mit Hilfe der Mod arbeiten, weil ich halt nicht dicht genug an die Gebäude rankam. Und zumindest sieht es hier nicht so leer aus. Ich meine, klar, schön ist es nicht, das ist mir bewusst, aber mir ging es hier jetzt eher um Realismus. Gut, unsere Stadt selber läuft sehr gut, Verkehr läuft sehr gut. Kann man eigentlich nicht klagen, Industrie alles genug da, wir sind so ziemlich in der Waage. Den möchte ich mich jetzt erstmal, hier geht es ja sowieso noch alles weiter später, wirklich einmal ein bisschen, ich weiß was nicht genau, wo ich es hinbaue, ich möchte gerne das Konzertgebäude haben. Weil wir sowieso ständig Geldprobleme haben, so kommt zumindest ein bisschen Geld ran. Eigentlich würde sich das hier bei der Uhr perfekt eignen, ne? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wo war das Ganze nochmal? War das hier, bei Transport war das nicht, oder? Öffentliche Transport-Hubs? Nee, bei Transport war das auch nicht. Wo war das Ganze? Das war auch nicht einzigartige Gebäude. Oder? Fußgängerzone, Wahrzeichen, Tourismus, Freizeit. Ich muss hier echt nochmal kurz gucken. Konzert, doch. Weil wir haben ja schön das Festivalgelände, gut Rundfunkgebäude, Musikclub und Fanpark. Das Wichtigste wäre natürlich der, das ist nämlich das, was Geld einbringt. Entschuldigung. Auf jeden Fall müsste ich, ja mal gucken, Lärmbelästigung 100, Unterhaltung 150. Ja, das bringt mich gut Geld an. Das Problem ist, das geht mit, in, wenn ich es hier hinstellen würde. Ah, gut, der Grüne ist die Unterhaltung, die Lärmbelästigung wäre nur hier vorne so ein bisschen. Das sind hauptsächlich Geschäfte, die machen ja eh Lärm, ne? Das würde rein theoretisch gehen. Ich mache mal kurz Pause. Setzen wir das da mal ran? Moment. Ja gut, sie würden hinkommen. Da müsste ich aber allerdings mal ein bisschen... ich war erstmal überlegen, Gehwege rumzubauen, aber wir haben hier ja schon Gehwege auf dem Festivalgelände. Ah, warte mal, wie würde es denn straßentechnisch aussehen? Gib mir mal die Baumstraße, mein Freund. Kommen wir hier gerade... warte mal. Mach mal das Gedöns hier aus, mein Freund. Aussuchte ich. Danke. So kann ich mich trotzdem noch nicht so frei bewegen, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte gerne... Okay, das geht nicht. Denn hier? Ah, krieg ich so nicht gerade rein, ne? Ich hätte gerne, dass die Straße hier so gerade rangeht. Macht denn nicht. Gut, aber vielleicht kriege ich sie gleich noch ein bisschen hingeschoben. Probier gegenüber studieren, ne? Ich ziehe die Straße erstmal. Wieso lässt der mich hier eigentlich nicht freibauen? Kannst du mir das mal verraten? Nee, ich nicht. Okay. Wie gesagt, vielleicht kriege ich es. Oder man kann ja auch ein bisschen Deko machen, so ist es nicht. So, den mach mal kurz die Winkel wieder an, mein Freund. Dann wird es zumindest gerade. Zieh mal ein Tickchen länger. Wie weit würde ich hier kommen? Hier würde es gehen. Sehr schön. Und hier muss man ein bisschen länger ziehen. Wird es auch gehen. Nur hier will er nicht dichter ran. Okay, das ist nicht schlimm. Das kann jetzt wieder weg. Das ebenfalls. Genauso wie das da. Hier haben wir ein bisschen Deko, aber ich denke mal, hier würden sich eher Bäume eignen. Ja, gut. Damals hatte ich das extra gebaut, weil ich dachte, hier ist extrem viel Verkehrsaufkommen. Ist aber eigentlich gar nicht. Es kommen zwar ein paar Leute, wenn man... wenn ein Konzert stattfindet, aber das ist jetzt nicht so der Weltuntergang. So, natürlich muss die Stromleitung hier wieder rein, ne? Das ist eben selbstverständlich. Sonst haben wir hier hinten Halligalli, kein Strom. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die anderen Sachen kann man natürlich auch bauen. Zukünftige Konzerte. Elijah Motti am 22.10. und Nestor. Beliebtheit 50-50. Hier sind die Preise, die die Leute zahlen, um die Konzerte zu sehen. Kann man natürlich später hochdrehen. Das kommt immer ganz drauf an, wie beliebt die sind, aber das hat immer gut Geld eingebracht. Verbesserungskosten, da können wir mehr Konzerte, ne? 6 Konzerte gespielt und hierhin auch. Dafür müsste das Ganze aber erstmal hochstufen. Bewerben Sie das Festival, damit mehr Besucher zu den Konzerten gehen. Eine aktive Werbekampagne erhöht die Beliebtheit aller Bands um 1 pro Monat. Und dann gibt es hier natürlich noch das Premium-Studio. In einem Premium-Studio können Bands üben,
und Alben mit neuester Technik und bester Akustik aufnehmen. Durch ein Premium-Studio erhöhen sich die Chancen auf ein erfolgreiches Konzert. Gut, ja, das können wir alles später machen. Ich lasse es mal weiterlaufen. Welchen haben wir denn überhaupt hier im Spiel? Den 18.08.2041. Und das nächste Konzert wäre am 22.10. Hier. Wen wir schon sehen? Wasser! Ich weiß zwar nicht, wozu sie Wasser brauchen, aber wir sollen da singen und nicht saufen. Aber wir müssen es denen leider geben, ne? Zack. Sehr schön. Ist eigentlich hauptsächlich auch nur, um ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Mein Freund. Einmal kurz, jetzt will ich ein paar Bäumelis. Ich glaube, ich nehme hier jetzt mal die Standard-Bäumelis. Ein sehr kleines Bäumeli. Gibt es ja keine größeren Bäumelis? Ja doch, guck mal. Weil die da eh schon stehen auf dem Konzertgelände. Ja gut, jetzt brauche ich einmal wieder die Mods. Das geht leider nicht anders, auch wenn ich sie eigentlich nicht mehr nutzen wollte. Aber ich werde sie definitiv ausmachen, bevor wir Straßen bauen. Sonst haben wir nämlich wieder alle Bäume auf der Straße stehen. Ich lasse hier nur so ein bisschen vollbäumen hier so rum. Versteckt so ein bisschen das Ding. Die Leute kommen hier doch noch. Ja, ja. So ein bisschen alleemäßig, ne? Hier können wir was hinstellen. Genau. Ich glaube, die Bäume dämmen ja auch noch so ein bisschen den Lärm. Den passt das. So, die Bäume müssen ja noch nicht alle auf derselben Ecke stehen. So, mehr wollte ich ja jetzt gar nicht. Machen wir den Mod mal wieder aus. Jupp, ist sie auch. Guck mal, die Leute sammeln sich schon fürs erste Konzert. Ich meine, die stehen dann einen Monat vorher, aber die sammeln sie schon. Dann sehen wir ja mal, was das für Geld einspielen wird, ne? Sicherheitsbudget 1000. Aktuell kostet das Ding nur Geld. Aber das wird sich ändern. Ausgaben. Dann müssen wir abwarten. Zuschauerzahlen 71 von 300. Hoffen wir mal, dass es ausverkauft ist. Verkehr lüftet nach wie vor eigentlich relativ gut. Das ist schön. Und ob ich das hier so lasse, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Aber ich komme hier ja halt auch nicht. Wieso ist hier eigentlich so ein dämlicher... Es ist doch dieselbe Straße, oder nicht? Nee, ist nicht. Deswegen. Ja, gut. Ich wollte hier die Busspuren bauen, ne? Warte mal. Wie wird sich das denn ändern? Das sind die mittleren, glaube ich. Geh mal auf Busspuren, mein Freund. Wir haben die da gebaut, ne? So, dann werden wir hier zumindest den Zebrastreifen los, ne? Jo, das wäre schon mal gut. Das da gefällt mir so auch nicht. Ich glaube, da werde ich auch noch mal was tun. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ihr könnt euch wieder aufbauen. Was ist denn hier los? Wieso ist die Buslinie kaputt? Willst du mich verarschen? Ich habe nichts an der Straßenführung geändert. Mach die Buslinie wieder, wollte gerade sagen. Tu mir sowas nicht an. Ja gut, wir werden nicht die ganze Straße auf einmal hier verbessern, aber wir werden sie verbessern. Aber zumindest sollten die Busse hier schon mal auf der Straße, auf den Buslinien fahren. Das tun sie auch. Man bringt nicht viel, weil die Leute hier ja zum Abbiegen trotzdem darauf fahren, aber zumindest größtenteils halten sie sich davon fern. Wir machen erstmal nur bis hier. Sehr schön. Ja, ja, Buslinie wird gleich schon wieder heile werden, hoffe ich, sobald der erste Bus kommt. Aber allerdings will ich die Busstraße gerne komplett außenrum haben, aber das machen wir jetzt nicht alles sofort. Das wäre sonst auch ein bisschen leer. Gut, die erste hat sich schon repariert, da kommt der erste Bus, dann repariert die sich auch, ne? Nicht? Macht die Busholtelinie wieder heile. Aber Dalli. Hm. Aber er fährt auf der Busstraße. Was ist denn hier los jetzt? Wieso machst du den nicht heile, hä? Ich meine, ich verstehe es ja, wenn ich Straßen wegreiße und komplett neue Straßen hinbaue. Aber bei Upgrades sollte eigentlich die Haltestelle nicht kaputt gehen. Vor allem, weil sie da ja auch noch steht. Aber irgendwie... hat die sich hier versemmelt. Kommt die hier jetzt nicht mehr durch, oder wie? Oh, jetzt. Jetzt. Hat sie sich von alleine... Ich habe gar nichts geklickt, jetzt sie von alleine repariert. Und was ist das hier jetzt? Hier ist so ein kleines Fitzelchen.
deswegen wahrscheinlich. Jo, schon besser. Schon besser, okay. Deswegen wahrscheinlich. Aber an sich, optisch gesehen, sieht die gar nicht schlecht aus, die Straße. Ne? Bloß ob das was bringt, das ist noch eine andere Frage. Aber die Busse sollten zumindest schon mal hier, also ein LKW, die Buslinien nutzen. Innen drin lassen wir aber eine normale. Ja, ich denke mal schon, hier ist ja auch gut Verkehr. Kann man nicht abstreiten. Gucken wir erstmal beim Konzert, das müsste jetzt gleich sein. Welchen haben wir jetzt im Spiel? Ah, noch nicht ganz, aber gleich. Haben sie ja schon gut Leute angesammelt, wie man sieht. Ist es denn ausverkauft? Ah, 230 von 300, es passt noch, es passt noch. Werden wir aber gleich sehen. Dort ist ja noch nicht so das Problem. Klar, wir können auch Fanpark und das alles bauen, das lockt auch noch Fans und so an. Moment, will ich erstmal gucken, ob da überhaupt Geld reinkommt. Aber die nutzen hier, das ist schön. Wie viel sind drin? Einer. Okay. Der baut sich inzwischen auch wieder auf, das ist schön. Ah, die Busse werden ja genutzt. Es stehen zwar nicht an jeder Haltestelle jetzt so viele Leute, aber sie werden genutzt. Wann will ich diese parkenden Autos hier loswerden? Definitiv. Und hier drinnen bleiben natürlich kleine. Da sind ein paar krank, ja, wegen Lärm. Da sollen sie sich nicht so anstellen. Die können zum Arzt gehen. Ah, guck, hier stehen schon ein paar mehr an der Haltestelle. Oh, der hat aber auch schon 26 drin. Das Schöne ist, in den normalen Busse passen ja nur 30 rein. Die sind dauervoll. Und die Bahnhöfe werden ja auch sehr gut benutzt. Viele steigen, glaube ich, auch um. Ne? Ein Teil rennt wahrscheinlich gleich zur Bushaltestelle. Mal kurz gucken. Da kommen sie alle raus. Jupp, so war es aber auch gedacht. Ein Teil steigt um. Ein Teil bleibt hier nämlich stehen. Natürlich nicht alle. U-Bahn kommt das später auch noch. Jo. Und so holen wir halt auch ein paar Leute von der Straße, ne? So, Konzert wird langsam voll. Am 22.10. soll das sein. Wir sind am 1.10. Na ja, gut. Ich weiß zwar nicht, warum sie einen Monat vorher dahin rennen, aber es stimmt schon. Ah, ehrlich. Wunderbar. Den bin ich mal gespannt. Ich meine, wir können ja auch später Fußballstadion und sowas bauen, ne? Ist das Feuerwehr? Feuerwehr. Und den werden wir gleich mal gucken, wenn das funktioniert. Mit dem Konzert. Ich drehe mal ein bisschen schneller. Dass wir vielleicht noch ein paar Geschäfte und das hinkriegen. Arbeitstechnisch sieht es ja im Moment gut aus. Und irgendwie passt das hier auch gleich Dreck hinter der Uhr, ne? Irgendwie ja. Aber das werden wir sehen. So, jetzt sind wir gleich am 22.10. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Ja, siehst du, selbst die Touristen fühlen sich wohl. Das ist doch schön. 226, ist wen weniger? Naja, Elijah Moody, noch nie gehört. Wahrscheinlich deswegen. Werbekampagnen, so können wir gerne alles machen. Aber erstmal gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Jetzt geht's für uns gleich los. 227. So, jetzt sollte das Konzert eigentlich losgehen. Jupp. Das klingt ja. Das klingt ja. Warte mal. Da gucken wir mal persönlich zu. Was ist das? DJ Party? Macht einer Power Rangers, ne? Okay. Oh, Hundi ist auch da, zusammen mit Katze. Ja, es ist Elijah Moody. Okay, solange sie Geld bringt. Ich meine, die sind wohl auf dem Weg zur Arbeit und gehen nebenbei mal im Konzert vorbei. Aber gut, was ist los hier, ne? Ja, ein bisschen sitzen. Da gibt's noch lecker Essen. Bei Pixelfiguren. Hier haben wir noch einen Kiosk. Ah, ich komme leider nicht höher. Auf jeden Fall ist hier ein Konzert und gleich die Uhr da hier. Party, Party, City Skyline 2 ist mein Marsch, Party. Sehr schön. So, dann bin ich mal gespannt, was das letztendlich an Geld einspielt. Ist der Laden denn voll? Nein, ganz voll nicht. Aber das muss ja auch erstmal beliebter werden, ne? Sehr schön. Ich weiß nicht, wie lange das Konzert läuft. Schon vorbei, wa? Naja, am 7.12. ist schon das nächste. Nein, ist noch nicht vorbei.
Nee, Nestor kommt am 16.05. Die Konzerte gehen hier anscheinend tagelang. Wahrscheinlich Wacken oder sowas. Dim, dim, dim. Da fehlt bloß der Schlamm. Eindeutig der Schlamm. So, wird mal fertig doch mit deinem Konzert. Ich will googeln, wie viel Geld du reinspielst, mein Freund. Und hier, unsere Säuberungsaktion. Die pumpen einfach zu viel Scheiße rein, aber ein bisschen hat er gebracht. Ein bisschen hier so ein Fitze. Aber wie man sieht, klärt sich das hier offen. Wir brauchen mehr von diesen Müllsammlern. Definitiv. Da werden wir uns auch gleich drum kümmern. Gut, machen wir mal eine normale Geschwindigkeit. Wir bauen erstmal Müllsammler. Die guten, schönen Müllsammler. Die stehen auch beim Müll, ne? Yep. Wohl, der bringt's nicht wirklich, der eine. Wir setzen hier noch einen hin. Und außerhalb der Stadtgrenzen. Hier können wir nicht. Aber dort noch ein und hier noch ein. Und mal gucken, das klärt sich dann vielleicht von alleine. Das wäre zumindest schön. Kriegen die... Wo gerade Sorge hin? Dann kriegen wir vielleicht den Müll hier auch mal raus. Der wird jetzt an mehreren Stellen gesäubert. Das wäre zumindest schön. Ich meine, wir bauen ja später auch noch richtige Recycling-Dinger, denn sowieso. Konzert vorbei? Nö. Mensch, seht mal zu da mit eurem Konzert. Wieso fährt hier keine Müllabfuhr hin? Da kommt sie. Ja. Ehrlich gesagt bin ich hier so noch nicht zufrieden. Aber ich will den da auch nicht ranbauen. Das sag ich ganz ehrlich. Oh, gut, auf dem Rückweg sind wir nicht so viel unterwegs. Lalalala. So, vorbei jetzt endlich. Verzieht euch. Schuss. Aus. Geht nicht mehr. Ich will wissen, was ein Geld reinkommt, Mensch. Die Musiker wissen auch nicht, wann sie aufhören sollen. Na, dann müssen wir gucken. Ey, Welle der Freude. Wow, wir sind 10.000 plus. Ich glaube, das war erfolgreich, das Konzert. Irgendwie sie gehen, ne? Okay, durch die Ticketeinnahme haben wir 7.290 eingenommen. Sehr schön. Und da die Dinger ja automatisch regelmäßig stattfinden und die dadurch auch immer beliebter werden, steigt auch das Geld. Immerhin, Elijah Musti ist jetzt auf 59. Guck mal. Dann können wir hier später auch die Preise erhöhen. Und dann gibt's ordentlich Schotter. Das hier wird hoffentlich. Da müssen wir abfahren. Funktionieren. Auf jeden Fall. Musisch. Mal gucken, da wir jetzt gerade so ziemlich in der Waage sind. Einmal hier den Check durchführen, was unsere Bewohner betrifft. Aber so 4% ist jetzt nicht allzu viel. Das ist gut eigentlich. Öffentlicher Nahverkehr müsste ich aber eigentlich auch mal abschicken. Wenn wir Bus fahren, 587 pro Woche. Also das scheint zu funktionieren, nur weil hier vorne weniger los ist. Und im Zug fahren nicht ganz so viele, aber das kann ich nachvollziehen. Der fährt ja momentan auch nur im Kreis, ne? Denn hier sind Bürogebiete. Das sollen auch Bürogebiete bleiben hier außen. Wenn hier jetzt auch noch welche hinkommen. Allerdings werde ich, glaube ich, vorher hier einmal die Straßen zu Busstraße machen. Ja, das tut er nicht vergessen. Sonst haben wir später nämlich doch das Problemchen wieder, dass wir da Häuser abreißen müssen. Ja, ich weiß, das gefällt euch nicht. Stellt euch nicht so an, ihr Jammerlappen. So, soll ja sowieso nur der äußere Kreis. Innen drin lassen wir denn so? Ja, ja. Ist schon richtig so? Haben wir das zumindest hinter uns? Wir haben hier keine parkenden Autos mehr. Ich weiß zwar nicht, warum die sich aufregen über Busstraßen. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr parken können. Aber da müssen sie durch. Da müssen sie auf jeden Fall durch. Habe ich hier vergessen? Scheint ja so. Aber gut, ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich überall so mache. Ich meine, das ist zwar realistisch, aber schön ist es wirklich nicht. Aber sieht zumindest ein bisschen aus. Gut, gut, gut. Den machen wir hier erstmal weiter. Hier vorne sollen definitiv Büros hin. Ich drücke mal kurz Pause. Mal kurz nach Wasser gucken. Haben wir nämlich nicht komplett, dachte ich mir. Zieh mal ein bisschen länger. Den auch ein bisschen länger. Sehr schön. So. Büro.
los. Die kommen hier hin, dann kann das sein, dass er gleich nach Bewohnern fragt. Muss auch gleich mal gucken, hier sollten ja die Wand-an-Wand-Gebäude hin, ob ich das überhaupt so weit angepinselt habe. Ich will ja jetzt auch nicht alles auf einmal, weil durch die neuen Arbeitsplätze kann das sein, dass er nach Bewohnern schreit. Ja, Geschäfte haben wir hier. Hier, Geschäfte haben wir eigentlich erstmal genug, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Büros brauchen wir mehr. Wir machen mal das ganze Stück. Da dürfte die Bewohnernachfrage definitiv gleich steigen. Sehr schön. Aber einmal kurz hier gucken. Das dachte ich mir. Da das ja Wand-an-Wand-Bürogebäude hier werden sollen, muss das hier natürlich weitergeführt werden. So, einmal hier lang. Bevor sie sich jetzt aufbauen. So. Aber jetzt dürften wir gleich viel, viel mehr Arbeitsstellen haben, als wir Bewohner haben. Und dann steigt natürlich die Nachfrage, weil die Betriebe wollen ja auch ihre schönen Fachkräfte. So. Erstmal bis hierhin. So, wieso ist hier? Muss ich gerade nicht verstehen, ne? Das Stück hier? Ach, das ist der Park hier, ne? Oder was ist das? Dann hatten wir normale Gebäude. Ne, ist schon richtig so. Ist schon richtig so. Okay, den könnt ihr sich hier erstmal weiter aufbauen. Den macht ihr mal. Dürfte definitiv gleich die Bewohner nach Frage steigen. Strom müssen sie eigentlich haben. Unser Strom müsste auch ausreichen. Ja. Wasser könnte irgendwie hin, müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Aber ansonsten, Gesundheit ist gegeben, Bestattungswesen ist, gut, die Friedhöfe sind so gut wie voll, aber die sollten sich automatisch ausleeren. Wir haben genug Krematorien, das reicht noch. Kinderbetreuung, ja gut, wir haben ein krankes Kind von 2327. Ist zwar schade, aber unsere Fachkräfte werden sich schon drum kümmern. Altersheim, wir haben zwei kranke Senioren, ja. Ist aber auch alles noch sehr gut, das passt. Die Feuerloris, da sollten wir vielleicht hier vorne echt mal eine hinbauen. Aber wir müssen ja jetzt nicht überall große hinbauen hier. Ein Bürogebäude muss leider weichen. Jo, den passt dann auch. Sehr schön. Und wie sieht's aus mit der guten Polente? Das ist noch alles gut abgesichert. Gefängniskapazität 180. Wir haben gerade mal 44. Unsere Qualitätsrate ist aber auch gerade mal bei 5%. Was will man mehr? Schulemäßig muss ich mal gucken. Grundschule reicht noch. Oberschule sowieso. Uni haben wir auch genug Platz. Bibliotheken. Ja gut, habe ich bis jetzt auch gar nicht gebaut. Eigentlich brauchen wir sie auch nicht, aber man könnte ja mal eine mit dazwischen bauen, ne? Da es hier sowieso noch weitergehen wird, bauen wir mal eine hier hin. Zack. Zumindest macht die Leute das etwas glücklicher. Jo. Ob die wirklich genutzt wird, heißt abwarten. Da passen 100 Leute rein. Das reicht also erstmal. Und Parks. Parkmäßig sieht es eigentlich top aus, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Dann kriegen die hier alles noch mit. Jo, guck mal, das zählt ja auch als einzigartiges Gebäude. Schön, 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 schön. Und das hier sollten eigentlich Wand-an-Wand-Gebäude werden. Werden es auch. Ja, ja. Schön, 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 schön. Optisch finde ich die ganz hübsch eigentlich. Sehr schön. Unsere Bewohnerzahl dürfte, also die Nachfrage dürfte steigen. Studienjahrbericht. Ja, ja. Studenten waren gerade mal 418. Unbekannt, immer noch unbekannt. Wir Kinds, ne, wir Kinds. Das Problem haben wir ja immer. Verkehrmäßig muss ich natürlich im Blick behalten. Das läuft aber noch. Aber wir haben ja bis jetzt auch nicht wirklich mehr Bewohner gekriegt. Aber die Nachfrage steigt. Wie vorhergesehen? Ist ja auch logisch, ne? Ich meine, wenn man weiß, wie das Spiel tickt, dann kann man eigentlich alles vorhersehen. Aber so sind Bürger gerade mal 4%. Eben waren es noch 3. Arbeitsstellen haben wir eigentlich genug. Ja, ja, die dürften auch noch steigen. Jo, unsere Geburtenrate ist auch wieder höher. Das läuft also alles. Hing das Spiel gerade? Das sah so aus, ist okay. Weil die bauen sich ja noch auf, ne? Ja, ja. Gut, aber im Großen und Ganzen wird das so langsam?
Schade, dass die hier so klein sind. Ich hoffe, dass die hier noch ein bisschen hochstufen. Die passen da irgendwie gar nicht zwischen die kleinen Dinger. So. Und hier muss ich auch mal gucken. Eigentlich soll hier, also weiter, ob ich hier wirklich Büro hinmache, weiß ich noch nicht. Wohnhäuser wären hier aber auch keine gute Idee. Muss ich mir überlegen. Ich will hier eigentlich keine hohen Gebäude zwischen, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht aber, weil wir hier eh nicht so viel Platz haben, mache ich den kompletten Teil Stück für Stück zu groß. Das bleibt dann klein und hier bauen wir dann auch wieder kleine hin. So quasi nur so eine Kleinstadt haben hier. Würde auch gehen, ne? Das würde zumindest passen. Ja. Ich glaube, so werden wir es auch machen. Friedhof ist voll. Friedhof ist am Ausleeren. Gebäude lädt sich. Dafür haben wir das Krematorium. Das Krematorium ist auch voll in Benutzung. Alles klar. Alles kriegen wir hin. Das ist alles kein Problem. Ja, ich glaube, so werden wir es letztendlich machen. Ist jetzt nicht die Riesennachfrage, wie ich gedacht hätte. Aber ein bisschen ist. Aber das kommt schon. Wir brauchen sowieso mehr Bewohner. Konzerte spülen zwischendurch Geld rein. Ja, so langsam. Ich meine, das ist noch nicht perfekt, aber es ist nicht mehr so kackbraun, wie es am Anfang war. Das war hier wesentlich brauner. Dadurch klärt sich hier vielleicht auch ein bisschen. Müssen wir abwarten. Das dauert natürlich eine ganze Zeit lang. Aber vielleicht kriegen sie es hin. Dass sie ein bisschen gegenkämpfen. Ich meine, man pumpt ja normalerweise auch keine Toiletten-Dingsbums einfach ins Wasser, ne? Das wäre nicht so schön, müssen wir ganz ehrlich sagen. Gut, aber wenn wir die alle zu Größe machen, das müssen wir Stück für Stück machen. Den brauchen wir definitiv mehr Arbeitsplätze. Müsste man mal ausprobieren. Nehmen wir mal kurz Pause. Machen wir mal kurz gucken. Das können wir jetzt Stück für Stück machen. Erstmal nur das Stück. Die Deko und so kann ja bleiben. Ich finde es nur schade, dass man es nicht einfach überpinseln kann. Man muss es leider immer erstmal entfernen. Und dann wieder neu anmalen mit dem größeren Wohngebiet. Das ist ein bisschen okay. So. Aber hier brauchen wir jetzt keine neuen Gebiete. Das ist ja alles noch Selbstversorger. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles. Wen wir aber sehen. So, darf sich erstmal nur das kleine Stück hier, sonst fallen die Bewohner zu schnell runter. Bim, 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 bim. Die bauen sich um. Das ist schön. Das sollen sie aber auch. Verzieh dich. Was mit dir, mein Freund? Dich will hier keiner mehr. Zieh aus. Oder habe ich den vergessen anzumalen? Nö. Hier bauen sich aber auch schon die größeren auf. Sehr schön. Bewohnerzahlen steigen wieder. So soll's aber auch. So, ich meine, die Deko bleibt hier ja stehen. So ist es nicht. Die bleibt hier ja wirklich stehen. Die Wege bleiben ja auch und so. So, wenn wir das schon stückfester hinkriegen, ja, ich glaube, das passt besser. Weil die Karte halt relativ klein ist, ne? Da kann man dann, was weiß ich, Industrien und sowas hinbauen. Dann wird das unser innere gehen, das wird der äußere gehen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Den machen wir so. Aber das müssen wir trotzdem stückfester machen. Vor allem, weil die ja erstmal ausstufen müssen. Das dauert ja alles eine Weile. Wir sind ja noch aus Stufe 1, aber wie man hier sieht, werden die ja nach und nach... Oh, hier, guck mal, die ist auf Stufe 5, Alter. Okay. Dadurch steigt natürlich die Einwohnerzahl, aber auch der Verkehr. Deswegen etwas im Blick halten. Aber irgendwie machen sich die Wege hier zwischen den Benzbaracken doch ganz gut, ne? Was man so erwähnen darf. Und das werden ja auch Selbstversorgerhütten hier. Sollte es zumindest. Wenn nicht... Doch, gerade sagen, sah nur so komisch aus. Machen wir als nächstes wahrscheinlich das kleine Stück. Ja, aber das hier bleibt definitiv klein. Definitiv. Die gehen hier auch noch ein bisschen weiter, die kleinen. So ist es nicht. Muss hier ordentlich. Unser Konzert wird da schon Geld reinscheffeln. Da löschen das nächste, jo. Nestor ist gerade live mit 294. Sehst du, da sind schon mehr drin. Mal sehen, wo dann ein Ticket sogar reingebracht hat. Jo, Nestor sieht auch schon anders aus. Das ist sehr schön. So schaffen wir zumindest Geld in die Kasse, damit wir immer weiterkommen. Das scheint wirklich was zu bringen. Ich meine, vielleicht täusche ich mich, aber da ist Wasser wird klarer, ja?
ganz langsam Stück für Stück halt, ne? Und wenn wir dann später die richtigen Recycling-Dinger, die haben wir ja noch gar nicht stehen. Die haben wir, glaube ich, ja noch gar nicht frei, ne? Das wären die ökologische Abwasseraufbereitungsanlage. Ja gut, die kriegen wir jetzt ab 22.000. Dann halten wir das Wasser sowieso sauber. Dann wird das hier alles kein Problem, denn klappt das. Jo. Und ich finde es halt cool, wenn man hier so durch die Straßen geht, dass da denn hier wirklich die ganzen Hochhäuser, das sieht schon cool aus. Besonders, wenn man dann da so vorbeifährt. Oh, Nestor war wohl nicht so beliebt. Nestor war wohl doch nicht so beliebt. Nee, Nestor minus 7, der Beliebtheit ist okay. Nestor war aber trotzdem, hat 9090 eingebracht. Das ist sehr schön. Okay, Nestor ist gefallen auf 43. Die Leute mögen keinen Nestor. Also, Nestor, verzieh dich. Gut. Und wir werden uns für heute verabschieden. Ich weiß, wir haben jetzt nicht allzu viel gemacht, aber wir spielen ja auch gemütlich, ne? Wir machen es Stück für Stück. Wir werden jetzt weitermachen, die Gebäude nach und nach hier ausstufen. Immer wieder zwischendurch hier mal die Deko. Muss sein. Wieso fehlen da Büsche? Sehe ich jetzt erst. Was ist denn hier los? Das kommt durch den Umbau, ne? Ah, das ist natürlich der Nachteil. Ich hatte hier mich alles vollgetasert, aber dadurch, dass die Gebäude sich umbauen, hier verschwindet das natürlich wieder, ne? Das kann ich leider nicht ändern. Das ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Mach mal wieder normale Geschwindigkeit, meine Freund. Verkehr haben wir noch im Griff. Das könnte ja auf Dauer ein Problem werden. Aber abwarten. Die Busse werden auf jeden Fall benutzt. Sehr schön. Bewohnerzahl steigt auch. Denn bis zur nächsten Folge. Tschüssi.